Herzlich willkommen zu Die Filmfabrik. Heute ein Doppelspecial und zwar einmal das Fazit zur Berlinale und 20.000 Abonnenten. Das ist Dominik Porschen, das ist Stefan Erpelding und ich spiele überhaupt keine Rolle. Du wirst eingeblendet, unser verrückter Tonmann, der eine wunderschöne Stimme auch hat. Ja, richtig, wir haben heute die 20.000 Abo-Marke überschritten. Deswegen vielen herzlichen Dank an euch da draußen. Auch danke für viele nette Kommentare zur Berlinale. Und deswegen habe ich heute auch mal, ich habe gedacht, das habe ich in so vielen Kanälen schon gesehen, ich möchte auch mal mit euch, die mich hier so gut unterstützt haben, Kommentare kommentieren. Das ist total verrückt. Deswegen kommt jetzt hier schon mal die Lesebrille. Herzlich willkommen zur... Nein, das machen Ach so, wir das nicht. Das machen wir hier nicht. Ja, ich habe schon. Falscher Kanal. Wir haben schon genug Hater. Aber deswegen haben wir. Ich bin auch jemand, der sich gedacht hat, ich nehme jetzt nicht noch irgendwie so positive Kommentare rein, sondern ich finde es auch mal geil, alle Kommentare reinzubringen, weil ich lese ja alle, um direkt die Frage von Sammy Boy zu beantworten. Oh, er fragt nämlich. Dominik, liest du alle Kommentare? Und die Antwort ist relativ kurz, ja. Wenn ihr mehr Antworten hören wollt oder längere, muss man eine W-Frage stellen. Weißt du, wenn ich mit Ja und Nein beantworten kann? Also für die investigativen Journalisten da draußen für das nächste Kommentier-Special, stellt W-Fragen. So. Dir das kleine Tutorial von Dominik Porschen. Genau. Wirklich alle Kommentare? Ich lese tatsächlich alle Kommentare. Noch geht's ja. Jetzt wisst ihr, warum er so ist, wie er ist. Ja. Mr. Knallfrosch 79 fragt. Beziehungsweise, es gibt erstmal eine Aussage. Alter, so einen geilen Film nennst du enttäuschend. Was machen deine Gehirnzellen am Tag? Auch schlafen, so wie bei dem Film? Um welchen Film geht's? Tatsächlich Stopp langsam. Habt ihr ja auch gesehen, das ist der Moment, wo ihr mich verteidigen könnt. Freunde, mal im Ernst. Ich saß in diesem Kino drin und irgendwann wurde ich wieder wach. Und dann kam von links, eine Stimme, ey, du hast so laut geschnarcht. Ich fand ihn wirklich richtig langweilig. Da kam überhaupt nichts rüber. Das war sinnlose Action, die nicht mal besonders schön aussah. Also bei mir war es ja so, ich gehe ja eigentlich sehr ungern während dem Kinofilm auf Toilette. Bei dem Film war ich ungefähr, ich glaube, dreimal war ich auf Toilette. Ja. Und habe echt, also die Spaß. Hast du denn gemacht? Der geht ja nur anderthalb Stunden. Ja, das Ding, ja wirklich. Ich habe teilweise angefangen, so ein bisschen die Werbung über den Pissoirs zu analysieren. Wir haben doch nochmal, Stefan und ich haben uns mal kurz darüber unterhalten. Das sind immer spannende Sachen. Wir haben uns doch zu dritt sogar auf dem Klo gemacht. Unsere Reihe war einfach leer. Ja. Also, komm, kannst du auch mal rausgehen. Um deine Frage zu beantworten, ich habe keine Ahnung, was meine Gehirnzellen am Tag machen. Auf jeden Fall sind sie vorhanden und ich bin mit der Meinung ja nicht alleine. Trotzdem vielen herzlichen Dank für deinen Kommentar. Ja, danke auch von mir. Ja, vielen Dank. Miguel Vicente schreibt, ich finde es gut, dass du so einen kleinen Film unterstützt. Weiter so, da geht es um Schuld sind immer die anderen. Und da muss ich sagen, da freue ich mich sehr, weil ganz viele haben auch vorher gesagt, ah, Dominik, Filmfabrik zur Berlinale, das interessiert doch keinen, die Filme jucken sowieso niemanden. Bei dir im Kanal, die wollen doch alle nur die Blockbuster sehen. Und wenn ich sowas dann lese, dass ihr euch freut, dass ich euch sowohl mal, das war, ging um den Edin, Edin in dem Film, dass ich sowohl das Interview mache, als auch den Film vorstelle, wenn es nicht so viele Klicks gibt wie sonst, aber wenn ihr da draußen sagt, boah, das finden wir cool, wir wollen auch mal was anderes sehen, außer das, was wir sowieso aus der Werbung schon hören, freue ich mich darüber. Ja. Jetzt soll ich euch mal wieder mit einbeziehen? Soll ich euch mal wieder mit einbeziehen? Ach, mach du. Ja, mach doch mal ruhig. Also, ich mag bequem. Maxi Kling sagt zu unserer roten Teppich-Special. Wer sagt das? Maxi Kling. Maxi Kling. Okay. Sorry, aber teilweise dummes Gelaber. War Hammer auf dem roten Teppich. Jude Law etc. waren da, gaben super Autogramme. Ich stelle mir kurz die Frage, wie schlechte Autogramme aussehen. Aber das wäre auch meine Frage gewesen. Bei den Fans etc. gerade auf eurer Seite posierten doch auch alle. Mehr Glamour geht nicht. Also teilweise muss ich ihm recht geben. Ich habe einmal über die Schulter von jemandem geguckt, also als ich kurz weg war. Aber die Kommentare, die sie gegeben hat, die waren glamourös. Also Hut ab vor diesen Autogramm. Das habe ich so noch nicht gesehen. Nicht? Nee. Wirklich nicht? Das war ein Wahnsinnsteil, die hat sich auch nicht verschrieben. Aber du kanntest, sagen wir es mal so, du sagst Glamour war das, du kanntest aber bis auf Palina und darum kanntest du ja keinen. Ne? Genau, und das ist genau das Zeichen, warum Glamour da war, weil ich kenne halt echt nur Palina. Ja, es war schon Glamour da, aber ungefähr. Aber ey, komm, ey, Leute. Ey, pass auf! Ich war noch nicht fertig. Ja, ich kann trotzdem. Der Stefan würde gerne was sagen. Ich würde vorschlagen, dass du jetzt erstmal ein bisschen ruhiger bist. Bitte schön. Ja, waren schon, muss man recht geben, die waren da und haben mal links und rechts in die Kamera geguckt. Aber ist das wirklich Glamour? Will man die wirklich sehen? Ist das nicht die eigentliche Frage des Beziehungsweise Ganzen? Beziehungsweise Glamour ist für mich halt mehr, es war ja noch nicht mal der komplette Cast da. Ja. Es gab keine anderen Stars. Und ich meine, ich freue mich ja, wenn du ein Autogramm von Jude Law bekommen hast und ihr ein bisschen kreischen konntet. Aber wenn man jetzt normalerweise mal einen roten Teppich sieht, ganz ehrlich, da war es doch bei diesem 99 Fire Film Award mehr los. Ja. Auch
Wenn da natürlich jetzt keine zwei Weltstars waren, die beiden Hauptdarsteller, aber dafür waren da mehr. Wenigstens ein bisschen geht's. Ich muss dazu sagen, bei mir war das ja sowieso Quatsch. Ich als Tonmann stehe ja immer hinten in der Ecke, kann sowieso nichts sehen und von Glamour habe ich auf jeden Fall nichts gehört. Das kann ich dazu sagen. Nicht gehört, ja. Kein Glamour gehört. Jetzt kommt eine Wahnsinnsfrage. Ich möchte auch, dass du die stellst. Dominik, die Frage geht an dich und zwar gestellt von Francesca Schmidt. Hallo? Hat Dominik einen Tunnel? Wir lüften das Geheimnis. War wie eklig. Wie kann man sich nur sowas machen lassen, Dominik? Alex. Also das finde ich richtig eklig. Ich das auch sehr ist das bei dir eigentlich auch so ein Teil? Oder hast du einen echten? Das finden wir dann bei der nächsten Kommentare-Kommentierschau. Also meiner ist kein echter, er soll nur so aussehen, weil es auch immer wieder Momente gibt. Ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Also jetzt, ich rede jetzt nicht von mir, richtig schön. Sondern allgemein. Ja, nur es gibt Momente, wo es nicht so geil ist, wenn man ein Loch also ein großes Loch im Ohr hat. Aber da die Frage schon öfters kam, ich finde ein großes Loch im Ohr immer super. Ja? Ja. Pauline H. sagt, Karneval wird überbewertet. Jetzt sag du da doch mal was zu. Du bist doch in Köln geboren, Dominik. Das ist richtig. Aber ihr beschwert euch gerade, dass ihr nicht genug hier Redezeit bekommt. Und dann ist die Frage und sie bleibt offen. Und dann habt ihr wieder nichts zu sagen. Das ist der Grund, warum ich hier gerne das Ruder übernehme. Nee, ich gebe dir da vollkommen recht. Also ich mag Karneval auch nicht so, obwohl ich gebürtiger Kölner bin. Aber irgendwie fehlt es dann doch, wenn man ist mal schon in Berlin gefährlich, ist. Ist schon gefährlich, das sozusagen. Hat gefehlt, oder? Hat schon gefehlt. Auch wenn ich da bin, nervt es mich immer. Wir sind nur betrunken unterwegs, die Straßen sind gesperrt. Ich komme nicht von A nach B. Aber jetzt hätte ich nichts dagegen gehabt, so die letzten Wochen. Aber war mal gesund, ein Jahr Karneval auszusetzen, ne? Das war ja auch mal ganz gut für den Körper. Dass hier so gesund war, das lassen wir mal völlig für die Psyche auf jeden Fall nicht, für die Leber dann schon. Aber da kommt nämlich auch eine schöne Frage aus unserem Backstage-1-Video, weil dummerweise wurde wirklich einmal für eine Sekunde ein Bier in die Hand gehalten und deswegen die aufmerksame Community, Demo, Halbpolizei, The Gregor 500 fragt, kann es sein, dass ihr alle ziemlich blau seid? Das kann ich bestätigen. Dominik und Stefan haben auch mehrmals an dem Abend gebrochen. Das ist überhaupt wahr. Ja, das ist tatsächlich nicht wahr. Wir sind ja sogar am anderen Morgen ein paar Stunden später direkt gefahren. Ich bin sogar an dem Abend auch mit dem Auto nach Hause gefahren. Es gab andere, die waren jetzt nicht im Video zu sehen, die vielleicht, weil das würden wir ja nicht machen. Also wir waren tatsächlich nicht blau. Die Sache ist, dann stand ja im Hintergrund noch irgendwie so ein Becks-Kasten. Wir hatten ja vorher dieses Treffen mit allen. Aber das ist schon krass. Das war Requisite. Aber dass man direkt betrunken sein soll? Also naja, das war ja auch ein Kasten und wir hatten ungefähr alle YouTuber aus der Umgebung Berlins eingeladen. Aus der ganzen Welt. Es waren alle von der Welt. Und da ist ein Kasten halt echt nicht viel. Ne? Da war jeder so bei 0,0 Promille. Hat ja auch nur jeder mal genippt. Deswegen, wir mussten uns den aufteilen. Den kannst du gerne nochmal machen. Finde ich total schön. Von Sir Hypermark. Das angekündigte Video von Dominik bei der Berlinale bzw. Backstage ist nun endlich da. Wir erleben Dominik, der sonst so anständig, unterhaltend und sachliche Filme präsentiert und kritisiert. Mal von einer ganz anderen Seite. Das Ganze kommt sehr sympathisch, angenehm rüber und man bekommt wirklich einen guten Eindruck hinter die Kulissen. Es gibt 8 von 10 Punkten. Wer soll sich das Ganze ansehen? Natürlich Fans von Dominik, der Filmfabrik oder aber der Berlinale. Ich habe eine Frage. Stell sie doch ruhig. Warum nur 8 von 10? Da war doch nur Positives drin. Das wäre meine Frage auch gewesen, ja. Warum nicht dann dir die volle Punktzahl? Schreib's doch mal in die Kommentare. Dann haben wir noch 2 Sachen. Die von Wutner 92, die Lache ist so nicht ansteckend. Ich zweifle immer noch daran, ob sie echt ist. Das tue ich auch. Immer noch? Ist das dein Ernst, Dominik? Sag mal, ist das dein Ernst? Ja, klar. Könnt ihr das bitte kurz bestätigen, dass ich auch hinter die Kulissen nicht anders lache? Wir durften das jetzt leider nicht, viele Tage hören und er macht es tatsächlich nicht so hinter der Kamera. Er lacht ungefähr so. Das ist seine erste Lache, aber weil die noch viel schlimmer ist, muss er sich was anderes aneignen. Ganz ehrlich, die ist ganz einfach zu imitieren. Oder habe ich da jetzt was verwechselt? Ich weiß es nicht genau. Warum habe ich eigentlich die letzten Idioten hier mit nach Berlin genommen? Ja, das weil ist wieder eine Frage an dich. Spaß gemacht hat. Und da kommen wir jetzt zu eurem Berlinale-Special. Das reicht an Kommentaren, oder? Ach so, du auch. Muss ich noch die Frage beantworten, ob man mir Fanpost schicken kann? Ja, ich weiß kann nicht, man. Wer will mir denn Fanpost schicken? Und vor allen Dingen, wohin? Man kann. Schickt sie einfach... jetzt kommt's. Filmfabrik in der Filmfabrikstraße 50 555 Filmfabrik. Ich weiß nicht, also warum meine 5? An deinen Management hast du nicht Management. Ja, ist ein ganz bodenständiger.
schickt sie doch an den Kameramann. Der hat nicht mal ein Haus, deswegen hat er auch keine Adresse. Der kriegt nicht mal eine SMS, deswegen kann er das wenigstens Problem mal filmen. Dieser Kommentar hat unfassbar viele Likes bekommen. Also erstmal danke dafür. Ich finde es halt irgendwie absurd. Ich meine, jetzt haben wir 20.000, brauche ich jetzt ein Fanpostfach? Eigentlich doch ein Problem. Ist, 20.000? Problem ist. Hast du das Tutorial reingelegt? Ist das gesetzlich? Professionellen. Okay. Na, wenn die Menschen dir Fanpost schicken wollen, dann solltest du sie auf keinen Fall daran hindern. Deswegen nein, natürlich nicht. Werde ich jetzt für dich ankündigen, wir arbeiten an einem Postfach, damit man zusammen. Dominik in Zukunft Fanpost schicken kann. Okay. Ist das was? Das ist dafür was. Stehe ich mit meinem Namen. Kann man da so ein bisschen Applaus auch anbieten? Ja, so ein bisschen hier so. Danke. Ja, danke dafür. Ja, Stefan, dein Fazit hier zur Berlinale. Bitte nur positiv, zumindest. Nee. Nee, dein Fazit. Mein Fazit, ja, war ganz nett. So, Berlin ist eine schöne große Stadt, ne? Viele, viele Filme gesehen, manchmal drei am Tag. Hat ja was, ne? Wenn das Job ist, ist der Job schön. Aber ich habe da auch noch so eine negative Sache. So, ja? Die Party? Ja, die Partys hier. Also diese, ich sag mal, Promi-Partys, vielleicht mit so einem kleinen Set vor Promi. Die sind ja ganz schön und manchmal denkt man sich so aus der Ferne, boah, sieht die jetzt geil aus. Da muss man halt auch ehrlich sein. Dann geht man rüber und dann ist die 40 Jahre alt. So, Freunde, ihr müsst euch doch nicht alle liften lassen. Man kann überhaupt nicht unterscheiden, wer hier wie alt ist, ja? Wie soll man denn da wissen, wen man abschleppen kann und wen nicht? Was ist da los? Und deswegen also bist du immer alleine nach Hause gegangen. Deswegen bin ich immer alleine nach Hause. Das war der einzige Grund, warum der Stefan immer alleine nach Hause ist. Es lag nur. Aber ich bin sehr zufrieden. Also ich habe ja alles, was ich brauche. Das ist? Was ist das? Liebe. Und dein Team. Oh, wie unglaublich. Alex, was sagst du? Du bist ja auch mitgekommen. Wolltest ja unbedingt, hast dich ja mir angebietet und ich habe gesagt, okay, dann komm mit. Nein, vielen Dank. Genau, ich stand ja tagelang vor deiner Haustür, hab geklingelt, dich angerufen, dir Post geschickt, Fanpost. Ich kenne ja dein Fanpostfach. Schon seit Jahren. Du willst zwar nicht sagen, aber du hattest ja schon eins, bevor du mit angefangen hast mit Filmkritiken und so weiter. Und da habe ich dich ja jetzt nach 2,5 Jahren Stalken endlich dazu gebracht, mitfahren zu dürfen, weil es so mega geil ist, den Ton zu machen. Das ist absolut meine Lieblingsbeschäftigung. Und genau deswegen sitze ich auch hier in der Mitte, weil ich eine tragende Rolle gespielt habe bei der Berlinale 2013. Ohne mich wäre der Schnitt nicht so fantastisch geworden, der Ton wäre unerträglich gewesen, aber ja, ist ja nochmal alles ganz gut gegangen. Im Endeffekt fand ich es ganz gut. Warum lacht ihr denn alle so? Du bist so behindert. Seid ihr nicht meiner Meinung? Nein, das ist schön. Ne? Hast du recht. Ja, freu mich auch. Und du warst vor allen Dingen auch gut, dass du da warst, weil ich konnte wegen dir sehr oft lachen. Ob das, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber mit mir, nicht über mir. Ja. Also es war so ein... Jetzt werdet man nicht fies. Du kannst eigentlich jegliche Präposition davor packen, das stimmt ja auf jeden Fall. Aber immer im positiven Sinne, Alex. Es war schön, dass ihr dabei seid. Sonst fange ich nämlich das gleich an zu machen. Die Unwissenden unter uns? Sowas wie vor, unter, drüber, daneben. Vielen Dank, Dominik. Ja. Muss ich dazu noch was sagen oder reicht das? Also es reicht, wenn du möchtest. Du kannst immer noch dein Fazit noch, Dominik. Das würde ich auch noch gerne hören. Dominik, möchtest du dazu was sagen? Ich bin tatsächlich sehr unendlich dankbar, jetzt heute, für, dass wir es bei der Berlinale geschafft haben, die 20.000 zu knacken. Ich wollte immer mal bei einem Filmfestival komplett dabei sein und berichten. Ein paar Sachen sind leider kurzfristig noch in die Hose gegangen, aber die werden wir noch nachholen. Wie zum Beispiel auch, dass ich irgendwann wieder nach Berlin fahre und mit Le Floyd was mache. Eine Kritik. Ich hatte ein geiles Team. Wir haben uns tatsächlich völlig ungelogen nicht gestritten. Es gab mal so zwischendurch ein paar Zickereien. Und ich bin jetzt auch ehrlich froh, wenn ich euch mal 2 oder 3 Tage nicht sehen muss. Aber Team war großartig. Danke euch. Wer war das noch? Und auch danke an den geheimnisvollen Fremden, der immer die Kamera macht. Ich glaube, es ist Phil Matt. Und ehrlich, auch Community ist großartig. Vielen Dank da euch. Es war ein Traum, aber ich freue mich jetzt auf Schlaf, weil ich bin echt komplett im Sack. Nee, also ich gehe jetzt gleich noch ins Kino. Also ich fand's ja auch geil, nach Jahren nochmal auf dem Hochbett schlafen zu dürfen. Das war ja für mich nochmal eine Ehre und ein Stück Kindheit, was da wieder in mir hochgekommen ist. Hatte auch so ein super Netz davor, dass ich nicht runterfalle. Es hatte aber trotzdem ist er jeden Morgen runtergefallen. Ja. Ich bin leider morgens tatsächlich nicht mehr runtergekommen, aber zum Glück bin ich nicht der Erste, der aufsteht, deswegen habe ich auch keinen geweckt. Stimmt, wer ist immer als Erster aufgestanden? Das ist nicht wahr, ich war immer Erste duschen. Fast immer. Ja, und die anderen Male war ich's. Oder Kameramann dementiert das Ganze? Dementieren, da er aber nicht im Bild ist, ist diese Aussage damit inoffiziell leider nicht valide. Nein, vielen Dank euch. Ich gehe mal pennen, aber es war ein großes Abenteuer. Und vielen Dank. Danke auch. Vielen Dank, ja.
Was ist das jetzt? Das ist jetzt kann ich gerade noch so einblenden, dass man diesen Kanal abonnieren kann und liken und Dinge. Deswegen kann man. Ach, wo oben rechts oder oben? Vielleicht machen wir auch einfach nur so eine Bauchbinde. Die Filmbar bringt.